Und damit willkommen zurück zu Child of Light in den Rampart-Ebenen auf den Spuren des Zirkus. Sind wir hier, um Rumpellas Bruder zu finden? Oh, wer bist du denn? Wer bist du denn? Der wirft bestimmt mit Steinen oder so. Ach, was soll's. Attacke. Oha. Wenn wir uns da mal nicht mit dem Falschen angelegt haben. Oh, wen verlangsam ich? Überrumpeln alle. Und du Lauffeuer auf den Großen. Sehr gut, das tat ihnen schon mal sehr gut weh. Oh, einer ist schon weg. Ist der Große schon unter Attacke? Ja, ist er schon. Sehr gut. Das hat also nicht so viel gebracht. Überrumpeln alle, bitteschön. Komm, komm, komm. Ah, nein, ich schaff's nicht mehr ganz. Das wird nur ein einfacher Schlag. Hauptsache, ich überhole ihn. Sehr gut. Und damit war er auch schon unterbrochen. Ah, da ist er schon weg. Und das wird jetzt einfach. Schlag. So viel dazu. Das haben wir sehr gut gemacht. Also, klopfen wir uns mal auf die Schulter, ne? Aber so richtig. Was ich allerdings gerne machen würde, ich würde die Gruppe wieder... Wahrscheinlich muss ich dann im nächsten Kampf ganz einfach austauschen. Was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir wieder mal kurz ein bisschen Zeitlupe. Das ging ja jetzt wirklich lange gut. Die Frage ist, wo kommt das Wasser her? Das muss ja irgendwo von dort oben kommen, oder? Aber hier geht's nicht höher. Hm. Geht's hier unten irgendwo? Oh! Da war noch so ein Dicker. Schwupp. Und Beschleunigungselixier. Na, hier geblieben. Aufgesammelt. Da unten ist eine Kiste. Ich werde die Kiste. Geh weg, du Lump. Meins? Einlull-Elixier. Was ist denn ein Einlull-Elixier? Das weiß der Geier. Was haben wir hier? Ungeschliffener Smaragd. Weißt du, was wir uns jetzt mal machen? Wir machen uns ein neues Okuli. Okuli herstellen. Und zwar nehmen wir den Diamant. Was kommt da raus? Vorschau, nichts kommt da raus. Aha, Diamant. So, dann machen wir mal noch so einen Diamant. Was? Was ist das jetzt gewesen? Erhöht die Chance auszuweichen. Den EP-Bonus fände ich schon geil. Jetzt holen wir uns erstmal noch so einen Smaragd. Das kriegen wir hin. So. Nein, einen Amethyst möchte ich nicht. Ich möchte noch einen Diamanten. Und dann möchte ich Diamant, Diamant, Diamant. Oder? Können wir auch... Nein, da kommt nichts bei rum. Wir machen das mit dem Diamant. Tudum. So, ein Tipp. Das ist also alles, was wir an Tipp bekommen, ja? Weil jetzt haben wir schon
den Zitrin gefunden, da der schon wieder was ganz anderes ist. Erhöht das Tempo um 2. Tempo ist eigentlich auch geil. Zusätzliche EP. Beschleunigt die Vorbereitung. Beschleunigt die Vorbereitung ist geil. Ja, das machen wir. Dann können wir noch mehr tun. Davon machen wir gleich mal noch einen. Dann machen wir da einen großen draus und gucken, was der bringt. So, fügt im Nahkampf Lichtschaden hinzu und stärkt den Angriff um 10% stark bei Dunkelheit. Wisst ihr, was wir da machen? Da geben wir doch der Juten Rubella ein bisschen Licht. Licht ist nicht verkehrt. Dann können wir noch was tun? Ja, wir können noch mehr von dem ganzen Zeug machen. Wir machen mal die beiden. Damit bekommen wir einen Turmalin. Was auch immer ein Turmalin ist. Aber er bringt Erdwiderstand, Blitzschaden, Blitzschaden. Und erhöht die Magie. Erhöht die Magie ist ja gut. Aber vielleicht sollte ich 3 von den Turmalinen machen. Kann ich nicht. Ich kann keine 3 Turmalinen machen. Aber vielleicht kann ich 2 davon kombinieren. Nein. Aber vielleicht mit das andere? Nein. Aber ich kann einen großen davon machen. Herstellen. Und dann nochmal du. Fügt dem Nahkampf Blitzschaden. Nahkampf brauchen wir nicht. Erdwiderstand ist Quatsch. Und maximale Mano-Punkte. Das passt doch auf ihn wunderbar. Ja, da haben wir gleich ein bisschen verstärkt, die ganze Truppe. Und dann gucken wir, dass wir hier weiterkommen. Hui! Hui! Geht's hier drüben rein? Natürlich. Oh, 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 oh. Das ist... Oh, 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 oh. Das ist gefährlich. Nee. Ah, sehr gut. Ich wäre vielleicht einfach nur durchgegangen und dann hätte es mich voll zermatscht hier. Oh, oh. Wer bist du? Hallöchen. Wer bist du? Täuscht mich mein Auge? Igniculus. Ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das sein? Du lagst im Bett? Aschfahl wie ein Brett. Es war zu verdrießen. Ihr wollt nicht wissen, was ich jetzt gelesen habe. Es ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lange bist du schon hier? Wie geht es Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bette liegt, einen Tag ist's nun her. Sanft hab ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmte herrlichen Duft. Dann das Grauen. Den Turm hinauf, schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in einen Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir fürwahr jedes Hindernis, heute und immer da. Na supi.
Nora hat sich der Gruppe angeschlossen. Jetzt, wo wir alles aufgeteilt haben, was wir hier hatten, bekommen wir die Nora. Aktion abgeschlossen, süße Schwester. Jetzt haben wir hier natürlich bei der Nora 10 Punkte zu vergeben. Alter. Verringert das Tempo einer anvisierten dunklen... ein Supporter. Einer anvisierten dunklen Kreatur 4 Runden lang um 50%. Das ist natürlich geil. Was haben wir noch? Erhöht das Tempo einer anvisierten Verbündeten. Reduziert den Schaden durch Angriffe um 40%. Erhöht in der nächsten Runde das Tempo auf der Zeitleiste um 70%. Versteinern. Ein mächtiger Hieb mit der Chance von 20% eine anvisierte dunkle Kreatur 4 Sekunden lang lähmt. Ich will den Verlangsamer haben. Also ich will die Verstärkung von dem Verlangsamer. Ah, ein Loll. Aller dunklen Kreaturen. Oh, Bombe. Da gehen wir doch gleich wie die Bekloppten drauf. Was haben wir hier? Versteinern und... Wunderbar, 10 Punkte aufgeteilt. Die könnte sich als nützlich erweisen. Ja, ist ja schon gut. Bekenntnis Nummer 7. Ich stelle mich wieder hierher. Wie viele sind es eigentlich? Geht es dann hier noch weiter? Nee, so viele sind es gar nicht. Bekenntnis Nummer 7. Rauch quillt, Feuer sprüht auf Linien aus Eis. In Städten tanzen Ideen durch die Nacht, an Okuli und Licht wird nicht gedacht. Eine Traummaschine gewirkt aus Fleiß. Londons Ausstellung dreifach bereist, in Pariser Saison die Kunst erwacht. Münchens Musik ist erhabene Pracht, Europas Wunder verlocken als Preis. Doch viele der Träume gehen schnell verloren, voller Misstrauen spitzen Männern die Ohren. Frauen verstummen, alle wollen nur Geld. Ob Mann, ob Frau, Zwietracht reagiert auf die Welt. Nur wenige mit dem Blick rein und klar erfahren das Geheimnis von Lemuria. Ja, also Lemuria ist die Traumwelt wenn man ein bisschen Fantasie beweist, dann kann da jeder hinkommen und nur die wenigsten erleben das, weil sich ja in der realen Welt alles so schnell dreht und um Geld dreht und ach, ganz furchtbar und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vielleicht interpretiere ich es falsch, ich denke auch nicht groß drüber nach, aber ja, es ist schon sehr, sehr hochtrabend gemacht. So. Es ist ja richtig, es sind ernste Themen, die müssen angesprochen werden. Aber doch nicht hier. Ich will ein Märchen spielen. Was haben wir hier? Eine Kiste. Öffne die Kiste. Wiederbeleben. Das sieht doch gut aus. Ach, guckt mal im Hintergrund die Windmühlen. Also es ist also schön. Oh. Hallöchen. Ah doch, ich kämpfe mal gegen dich. Können wir nämlich gleich die Nora mal ausprobieren. So. Ich will Gruppe. Und zwar hätte ich hier gern die Aurora. Für ihn. Und dann ist er auch gleich dran. Und dann hätte ich hier gerne die Nora für hier vorne. Und die Nora handelt natürlich. Einlullen mit alle. Das dauert wirklich super lang. Also der Mut, die braucht auf jeden Fall was für Tempo. Aber das scheint hier wirklich was zu bringen. Hieb auf den Dicken. Sehr gut. Aha. Da sind wir beschleunigt, die anderen verlangsamt.
Und dann gehen wir auf den Dicken. Zack! Das war jetzt nicht die Welt. Verteidigen, beschleunigen, einlullen, verteidigen, beschleunigen. Die hat nichts zum Angreifen. Der wird versteinert. Vielleicht unterbricht ihn das ja. Ja, es unterbricht ihn. Sehr gut. Und feste drauf. Ja, er liegt. Sehr gut. Und den kann ich auch mit Versteinern unterbrechen, glaube ich. Nein, nein, gerade so nicht. Er wird angreifen. Er wird nicht angreifen. Das hat auch noch Schaden gemacht. Und drauf. Na gut, jetzt ist er gelähmt. Jetzt ist er völlig hilflos. Das Versteinern ist ja ganz normaler Angriff und das hat die Chance, damit das C gelähmt wird. Wie geil ist denn das Versteinern? Verwundbar durch Feuer. Oh! Das Krönchen. Und verlangsamt. Jetzt hat er, glaube ich, wieder normale Geschwindigkeit. Aber das wird ihm nichts nützen. Da war's das auch schon. Und Stufenaufstieg. Und einen Rubin gefunden. Was für ein Ort, entsetzlich und hart. Die Finsternis. Aber was? Die finstere Wildnis eines Elfenlands. Nichts für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Und was sind das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ah, du hast sie auch getroffen. Mich beschenkte sie mit diesen magischen Ringen. Na, klasse. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch. Die Krone schützt mich vor Ungemach. Alles klar. Also, die große Schwester hat die Fee also auch getroffen. Das heißt, sowas Besonderes sind wir hier überhaupt nicht. Scheinbar kriegt hier jeder tolle Kräfte, wenn er hierher kommt. Und scheinbar sind wir doch nicht so wichtig für diese Seherin, wenn sie gleichzeitig unserer Schwester den gleichen Auftrag gibt. Mensch, das zeugt ja voll von Vertrauen hier. Ich bin enttäuscht. Ich bin überaus enttäuscht. Wo das Ganze noch hinführt und wie es weitergeht hier in Lemuria, das gucken wir uns morgen an, in der nächsten Folge. Für mich wird es dann wieder eine neue Aufnahme sein. Ich mache jetzt eine Pause. Und ja, bis dahin. Gehabt euch wohl. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.